Was ist Autolangzeitmiete? Bei dieser bedarfsorientierten Autonutzung gilt das Ein-Preis-Alles-Drin-Prinzip. Sie bleiben absolut flexibel, können aus einem großen Pool an sofort verfügbaren Fahrzeugen wählen und erhalten einen umfangreichen Service. Zusätzlich sind individuelle Anpassungen möglich. Sie haben stets die volle Kostenkontrolle, denn Steuern, Versicherungen, GEZ, Verschleißreparatur und Wartungskosten sind bereits in der Monatsmiete inbegriffen. Es gibt keine versteckten Kosten und eine Anzahlung ist ebenfalls nicht erforderlich. Mit einer Rate ist alles abgedeckt. Sie brauchen nur noch zu tanken. Das Beste, die Mindestlaufzeit beträgt nur einen Monat. Wenn Sie möchten, können Sie das Fahrzeug danach jederzeit tauschen. So bleiben Sie stets flexibel. Maske ist herstellerunabhängig und hat alle gängigen Modelle vorrätig. Deshalb steht Ihnen immer eine große Auswahl an Pkw und leichten Nutzfahrzeugen zur Verfügung. Die Langzeitmiete schafft einen überdurchschnittlichen Servicestandard. Ein persönlicher Ansprechpartner, das deutschlandweite Servicenetz sowie die 24-stündige Erreichbarkeit garantieren schnelle Hilfe. Maske ermöglicht viele Extras. Besonders Firmenkunden benötigen oft individuelle Beschriftungen oder Einbauten, die hier problemlos realisierbar sind. Für jeden findet sich das passende Auto. Maske macht es einfach. Mit der Langzeitmiete müssen Sie für nichts sorgen. Sie können einfach fahren. Moin, moin, liebe Mats, aber jo, ich muss mir noch ein bisschen Konfetti aus dem Haar herausholen. Das war ja mal eine Freude und was für ein Tag. Dieser 25. April 2015 könnte in die Geschichte des HSV eingehen, weil, ich habe es gerade geschrieben, jetzt die Saison erst richtig losgehen wird für den HSV. 3:2 gegen den FC Augsburg, der noch von Europa geträumt hat, das kann er jetzt vergessen, glaube ich. Aber der HSV träumt auf jeden Fall weiter nach diesem überlebensnotwendigen Sieg, und zwar von der Rettung und dass der Dino drin bleiben darf. Die Stimmung während des Spiels, vor dem Spiel, nach dem Spiel, eben auf dem Gang hierher, sensationell. Ich glaube, ganz Hamburg schunkelt und freut sich über diesen überragenden Sieg. 3 Tore, wann hat der HSV, dürft ihr mal nachzählen, zuletzt mal 3 Tore geschossen. Scholle weiß das neben mir, aber du sagst das jetzt bitte noch nicht, weil wir machen da eine 8000-Marks-Frage draus. Wir begrüßen unsere Gäste, das ist zum einen Stefan Böger, ehemaliger DDR-Nationalspieler, da man sagen, ehemaliger HSV-Spieler. Nein, das weiß man, das weiß man. Und U16 und U17 Bundestrainer des DFB, kann man sagen, ja, und zuletzt bei Dynamo Dresden in dieser Saison leider ein bisschen vorzeitig beendet. Aber zum Glück, sonst wärst du heute nicht hier, mit Sicherheit. Stefan, vielen Dank, dass du da bist. Und dann haben wir unseren Kollegen Uli Pingel, bekannt und berühmt und berüchtigt durch seine Fernsehauftritte bei Sport 1 und bei Hamburg 1 natürlich. Und dann wollen wir auch loslegen. Sehr gerne, ne? Sehr gerne. Stefan, du hast mir während des Spiels schon gesagt, was für ein Spektakel. Musst du dir nicht auch mal irgendwie so die Augen reiben und sagen, so hat der HSV lange Zeit nicht mehr gespielt? Ich finde beide. Beides war ein hochinteressantes Spiel, ein dermaßen spannendes Spiel bis zum Abpfiff. Und HSV hat enormen Anteil dran. Also ich fand, dass sie von der ersten Minute an gezeigt haben, welchen Weg sie gehen wollen in dem Spiel. Und waren gut eingestellt. Gerade im Defensivverhalten sah das lange Zeit gut aus. Also ich war schon sehr angetan von der Stimmung insgesamt. Ja. Uli, bist du mit dem Gefühl hierher gegangen, es könnte was werden? Also der HSV musste gewinnen. Überall, wo man her vor dem Spiel hinhörte, war zu hören oder zu vernehmen, wenn der HSV heute nicht gewinnt, dann kannst du das wahrscheinlich abhaken. Aber bist du auch mit dem Gefühl hierher gefahren, der HSV wird gewinnen? Ich habe so vielen Leuten vorher gesagt, Freunde, lasst uns noch mal ein Spiel dran glauben, gebt dem HSV noch mal eine Chance. Wenn es heute wieder eine Niederlage gibt ohne Tor, dann können wir abhaken, aber noch mal eine Chance. Und deswegen war ich auch so froh, dass die Mannschaft so gut reingekommen ist. Die Zuschauer waren da, das waren sie ja gegen Wolfsburg auch schon, aber die Zuschauer waren da, die ersten 20 Minuten waren ja wirklich echt stark. Und dass dann das Tor fällt, das war natürlich dieser Brustlöser, dieser viel umsprochene. Und dann noch das 2-0 hinterher, das war natürlich wahnsinnig starke erste 20, 25 Minuten. Scholle, du hast das Training über begleitet diese Woche. Warst du dir sicher, dass diese Mannschaft so etwas abrufen kann? Nein, sicher kannst du dir bei der Mannschaft nicht sein, weil dafür ist sie einfach noch zu fragil. Das war auch heute nach dem 2-1 dann zwischenzeitlich wieder zu merken. Aber
Es war jetzt auch nichts Besonderes in der Trainingswoche und ich glaube auch, dass das vielleicht das kleine Geheimnis sein kann, dass du halt gerade nichts Besonderes machst, sondern einfach versuchst, dich punktuell vorzubereiten. Du siehst halt, und das siehst du tatsächlich bei Labbadia, dass er halt ganz spezielle Dinge einstudiert und die dann halt auch im Spiel zu sehen sind. Das ist schon mal ein Vorteil, das hast du ja vorher nicht gehabt, dass man irgendwie Training und Spiel, dass das in irgendeiner Form koalierte, dass das irgendwie zusammenpasste. Das ist diesmal, ja, es ist der Fall und insofern scheint sich da tatsächlich noch ein bisschen was zu bewegen. Ja, bewegen ist das Stichwort. Stefan, wie groß ist für dich jetzt schon der Anteil von Bruno Labbadia, weil der ist jetzt noch keine zwei Wochen hier und trotzdem verspürt man doch irgendwie schon, dass der irgendwas bewirkt hat und irgendwie scheint auch ein kleiner neuer Geist in diese Mannschaft eingezogen zu sein. Durch ihn vielleicht? Ich glaube, das Letzte ist das alles Entscheidende. Also ich glaube nicht, dass sie sich großartig fußballerisch verbessert haben und auch in den letzten Wochen nicht mehr werden. Aber darum geht es in erster Linie gar nicht, sondern es geht darum, Mentalität zu entwickeln. Und dafür steht Bruno. Das hat er bei all seinen Stationen gemacht. Und ja, wie die Mannschaft bestrebt ist, das umzusetzen, was er im Training erarbeitet, das ist schon gut anzuschauen. Und auch die Spieler, ich hatte eben die Möglichkeit, direkt nach dem Spiel mit Heiko Westermann zu sprechen, mit Marcel Janssen. Beide haben betont, mit Pierre-Michel Azoga, alle drei haben gesagt, das ist ein neuer Teamgeist, der da auch entstanden ist. Und es war auffällig auch, Labbadia hat die Truppe direkt nach dem Abpfiff, noch vor den Interviews, einmal in die Kabine geholt, hat dort ja auch eben auf der Pressekonferenz gesagt, er will diesen Teamgeist quasi heraufschwören. Ich glaube, das ist schon eine... Und er hat ja auch gesagt, Matchwinner war heute nicht Lasogga, sondern das Team. Ja, also und er hat, das muss man auch mal sagen, er hat nochmal ganz kurz auf den Donnerstag zurückzukommen, gesagt, ich habe nichts von den Fans gefordert, aber heute, jetzt kann ich sagen, also Kompliment an diese Fans, die haben alles gegeben, uns nach vorne gepeitscht und auch auf Händen getragen, so ungefähr während des Spiels und dafür hat er sich explizit bedankt. Wie wichtig, Scholle, ist das, dass diese HSV-Fans jetzt zu ihren Lieblingen stehen? Ja, das, gerade bei Heimspielen natürlich ist das ein Fund. Wenn du die Stimmung mitbekommen hast, also Stefan und ich saßen nebeneinander und haben uns gewundert, da waren so zwei ganz, ganz banale Zweikämpfe in der ersten Halbzeit, gleich am Anfang nach 5-6 Minuten, wo dann halt Westermann an der Mittellinie das Bein hinstellt und den Ball ins Ausspielt, also den Zweikampf gewinnt. Und auf einmal stehen die Leute auf und feiern das und jubeln. Und, ja. Und also das ist natürlich ist das für diese Spieler gut und das ist auch ganz, ganz entscheidend, weil diese Mannschaft hat halt noch nicht diesen Rhythmus. Ich würde noch nicht über diese Brücke gehen, dass ein neuer Teamgeist da ist. Das ist immer ganz schnell gesagt, wenn du mal gewinnst. Das haben wir oft schon gedacht. Ich find's toll, wenn sie sind auf dem Weg immerhin. Ja, gut, das ist auch in Ordnung. Den Weg gehen sie jetzt und sie waren auch heute da. Das kann man ja sagen, wenn man so rein ganz objektiv betrachtet, war es ja ein ordentliches Spiel zumindest für die Verhältnisse des HSV in dieser Saison. Das ist jetzt eine grandiose Leistung, weil wie der Stadionsprecher am Ende sagte, würde ich nicht sagen. Aber es ist halt ein Moment, dass du sagst, okay, jetzt hast du mal wieder Hoffnung. Du bist auf dem Nicht-Abstiegsplatz zumindest erstmal, auf dem Relegationsplatz. Paderborn kann noch nachlegen, die können uns auch überholen. Ja. Aber allein, dass du jetzt hier Tore geschossen hast, dass du weißt, dass du das noch kannst, das ist das Entscheidende. Ja. Und ich glaube, wenn du das mitnimmst, und das wird Labbadia, deswegen ist er auch so ausgerastet, er ist ja wirklich ausgerastet bei jedem Tor. Beim 1-0 besonders, ne? Ja, das ist ja, also da siehst du ja mal, ich glaube auch, dass auch er selbst dachte, scheiße, das wird wieder nichts. Und dann auf einmal geht's doch und dann löst sich da was. Ich glaube, der springende Punkt ist, wie kommt die Mannschaft ins Spiel? Also der Funken muss vom Feld auf die Fans überspringen. Habe ich am Freitag geschrieben. Die Mannschaft ist in Vorleistung getreten. Die hat das Spiel super angefangen, hat richtig Gas gegeben. Du hast es gemerkt, die sind willig, die wollen was reißen, die wollen die 3 Punkte in Hamburg halten. Haben sie prima gemacht und dann haben die Fans natürlich das Echo gegeben. Wie oft gab es auch in den letzten Wochen die Momente, dass sie in den ersten 10 Minuten entweder ein Gegentor bekommen haben, Elfmeter oder einen Platzverweis oder irgendwie so Geschichten und dieses Mal einmal in Führung gehen. Da war ich mir auch sicher, dass es dann zumindest was werden kann. Natürlich musst du es erstmal über die 90 Minuten bringen, aber... Du hast ja auch vorher noch die Aktion gehabt, nach dem Abschlusstraining, wo dann die Fans da Spalier standen und nochmal abgeklatscht haben. Das zeigt dem einen oder anderen Spieler, der es hier noch nicht so lange kennt, weil er noch nicht so lange in Hamburg ist, das zeigt ihm ja auch nochmal, wie das Umfeld zur Mannschaft steht. Also das ist ja nochmal so, das beeindruckt. Ja. Vielleicht ist jetzt den neutralen Menschen nicht besonders, aber ich fand es auf jeden Fall eine starke Aktion und ich fand es als Aktion auch so ein Wink von den Fans, die dann natürlich dem Spieler auch sagen, pass mal auf, wir sind immer da, also sieh zu, dass du jetzt auch da bist. Dafür muss ich, alle Mann an Bord, ne? Genau. Dafür muss man sagen, ich habe vor dem Spiel einen ganz eingefleischten HSVer gesprochen und der war über diese Aktion nicht besonders gut drauf, weil er gesagt hat, man hat doch gesehen, entweder hatten die Spieler, einige Spieler Angst vor den Fans oder
sie wollen gar nichts mit den Fans zu tun haben. Denn einige, das hat er beobachtet, der dabei stand, haben die Hände abgeklatscht, ohne anzugucken. Also ja, ohne groß jetzt, mit... Jetzt suchen wir die Nadel. Ja, ich sag das ja nicht. Jetzt suchen wir die Nadel im Heuhaufen. Also das sagt ein HSV, ein eingefleischter HSV-Fan. Ja, das hat mir doch ein bisschen zu denken gegeben. Ja, wobei... Ja? Entschuldigung, ich war ja auch dabei. Ich habe es ja auch gesehen und ich muss sagen, das war einfach eine gelungene Aktion durch und durch. Also das ist einfach, es kommt an bei den Spielern, die haben es genossen sogar. Das hast du auch gesehen, dass es sie freut, dass der ein oder andere vielleicht gerade nicht gut drauf ist und irgendwie so im Vorbeigehen ist. Das ist halt so. Du kriegst die 25 Leute nie unter einen Hut. Ich glaube, es ist viel Unsicherheit dabei bei den Spielern. Der ein oder andere kommt hierher, in neuen Verein, erste Saison, ist im Abstiegskampf nicht erprobt. Ja, dann die Wucht dieser Fans, ja, im positiven Sinne jetzt auch. Dieser Stadt. Ja, der Stadt insgesamt. Und das ist alles ungewohnt. Und da musst du dich erstmal damit beschäftigen. Und der eine Spieler oder andere Spieler ist nicht sattelfest. Ja. Der hat mit seinem Nervenkostüm zu tun. Der muss gucken, dass er seine Leistung auf den Platz bringt und ist vielleicht auch ein Stück weit überfordert. Deswegen auch so wichtig heute, dass Matze aus Scholleck. Und Scholl und ich haben ja Mittwoch, hat er glaube ich, gesprochen, hat er Interviews gegeben. Und da war ja noch das Thema. In Augsburg 8 Torvorlagen letzte Saison. Ja. Diese Saison noch gar nichts. Und dass er jetzt endlich mal eine Flanke gebracht hat, dass Lasogga ihn natürlich auch reinmacht, aber auch das ist, glaube ich, echt wichtig für den Jungen. Also eine Aktion, weil schon gerade das Wort benutzt hat, eine Aktion war ja auch angeblich, laut Fernsehbildern, haben Luis Holtby und Dennis Diekmeyer im Norden in den im Fanblock gestanden und mitgejubelt und mitgefeiert. Wie hoch ist das, Stefan, zu bewerten? Und ist das nur mal so oder kann das auch das auf Dauer zusammenschweißen? Das kann ich nicht sagen. Dafür kenne ich die Typen jetzt nicht gut genug. Aber ich glaube, dass das ganz entscheidend sein kann in so einer Phase der Meisterschaft, dass eben Mannschaft und Fans einfach eine Einheit bilden, einen verschworenen Haufen bilden. Ja, und da können solche Aktionen absolut sinnvoll sein. Ja. Sie müssen aber authentisch sein und sie müssen überzeugend sein, sonst als gespieltes macht das wenig Sinn. Aber Holtby war ja letzte Woche nach der Wolfsburg-Niederlage, da stand er ja auch schon am Zaun und hat mit den Fans gesprochen. Also ich glaube, das kommt schon, ist schon authentisch. Der ist so der Typ. Louis kenne ich vom DFB. DFB gut. Also gut wäre vielleicht übertrieben, aber ich kenne ihn. Wir haben schon miteinander zu tun gehabt und ich glaube, bei ihm ist es überzeugend. Das ist authentisch. Ja, also der, wie Uli sagt, authentisch, wirklich wahr. Also das muss man wirklich sagen. Das kommt gut bei dem rüber. Das bleibt festzuhalten, eindeutig. Was Scholle noch skeptisch ist, ich leider auch ein bisschen, aber wie beurteilst du das? Der HSV hatte über Jahre zwar eine Mannschaft, aber kein Team und keine Einheit, keine Geschlossenheit gezeigt. Das heute, ist das ein Anfang, den man vielleicht ein bisschen noch forcieren kann? Auf jeden Fall. Es erinnert mich total an die letzte Saison. Ich glaube, es war sogar der gleiche Spieltag, auch 5-6 Spieltage vor Schluss gegen Leverkusen, das Heimspiel, wo der HSV auch nicht mit überragender Leistung, aber 2-1 gewinnt, Heiko Westermann kurz vor Ende das Tor macht und da war eine riesen Euphorie auf einmal da. Und das muss man jetzt einfach schaffen. Danach gab es leider letzte Saison 5 Niederlagen in Folge. Das muss man jetzt schaffen, das irgendwie rüber zu retten. Und ich glaube, dass Labbadia, das hat er auch eben auf der Pressekonferenz, das hat er gut gemacht. Er spricht nicht von Euphorie. Auch Heiko Westermann hat im Interview bei mir hat gesagt, oh, jetzt hör mir auf mit Euphorie, was für eine Euphorie, wir sind immer noch hier auf dem Relegationsplatz. Also wenn sie das jetzt schaffen, die positive Energie mitzunehmen, aber nicht abzuheben, dann sehe ich das echt als Anfang, als Chance, dass du jetzt auch in Mainz nachlegen kannst. Ich glaube, es geht nur über Ergebnisse. Es geht nur über Ergebnisse, über Erfolgserlebnisse, über Achtungserfolge, die Leistung von heute, wissen die Spieler selbst, deswegen sagen die das auch, dass das nicht überragend war. Das war okay, das war gut. Ja. 3 Punkte, Mund abputzen und auf Mainz vorbereiten. Ja, also wenn ich die Statistik zum Spiel nochmal vorlesen darf ich ganz kurz einmal unterbrechen, bevor das machst, weil auch Fragen gestellt werden können, gern an die Moderation, an die Moderatoren oder halt im Blog direkt, die würden dann hier an uns weitergeleitet. Okay, weil das hast du an? Letzten, oder? Ja, ich hab's an, ich wollte es nur nochmal sagen, damit die Leute auch wirklich Fragen stellen können. Ja, aber das war doch schon immer so. Nein. Ja, ich wollte es nur nochmal sagen. Ja, genau. Ja, fein. Also Torschüsse. 15 zu 14 für den HSV. Wann hat der HSV mal 15 Torschüsse in letzter Zeit? Und auch so viele, die auch aufs Tor gegangen sind. In der gesamten Rückrunde. Ja, mehr als in der Sau. Ballbesitz 41 zu 59, also für Augsburg. Zweikämpfe 49 zu 51 für Augsburg. Passquote 64 zu 77, also für Augsburg. Ecken 4 zu 2 für Augsburg, Flanken aus dem Spiel 9 zu 15, also auch für Augsburg, abseits wollen wir nicht, Fouls am Gegenspieler 14 zu 19 für Augsburg, ja, und Pierre-Michel Lasogga hat am meisten Torschüsse abgegeben, nämlich 5 vor Eswein mit 4.
Westermann hat die meisten, hat den meisten Ballbesitz gehabt, nämlich 63%. Bei Augsburg waren es Bayer 99. Das kann gar nicht angehen eigentlich, aber okay. Wieso nicht? So viel. Aber gut, der Bayer war schon okay. Bayer war immer im Ball. Statistik fand ich eindeutig für Augsburg in den Teilbereichen. Ja. Ergebnis 3-2 HSV. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, gerade auch in so einer Phase, wo die Mannschaft steckt. Um Effektivität geht es. Es geht darum, was Zählbares mitzunehmen und nicht um die Qualität des Spiels an sich. Ja. Sie standen ja auch wieder gut, fand ich. Also sie standen dann hinten auch. Sie haben ja auch nicht auf Teufel komm rauf nach vorne gespielt. Sie haben ja versucht, hinten defensiv stabil zu stehen. Und klar, dass Augsburg, wenn sie die meiste Zeit des Spiels zurückliegen, natürlich mehr Ballaktionen haben, mehr probieren müssen. Das ist klar, dass die Statistik dann so rauskommt. Aber ich finde schon, der HSV hat das echt ordentlich gemacht. Das hat Labbadia eben auch noch in der Pressekonferenz gesagt, dass er sich erhofft, dass es nochmal einen zusätzlichen Schwung gibt, neben dem Schwung, den er empfacht hat, schon durch seine Anwesenheit, durch diesen Sieg. Wie wichtig ist so ein Sieg dann in so einer entscheidenden Phase der Meisterschaft, Stefan, dass du nochmal zulegen kannst? Ich finde, grundsätzlich muss das aus der Mannschaft kommen. Ja, der Trainer steht auf dem Platz beim Training, während des Spiels, kann nur bedingt Einfluss nehmen. Es muss aus der Mannschaft kommen. Die Mannschaft muss leben, die muss es bewerkstelligen und das kriegen sie auch hin. Ich finde, dass gerade diese Konstellation mit dem Spieltag heute, mit einem eigenen Sieg, die anderen Ergebnisse spielen mit rein. Du springst auf diesen Relegationsplatz, erst mal wieder weg von da unten. Ja, das muss doch Hoffnung geben, das muss Optimismus geben und das wird es auch. Ja, Scholle, wenn du den HSV jetzt so spielen siehst, glaubst du wirklich, dass die letzten vier Vorstellung so laufen könnte, dass der HSV immer so ein Gesicht zeigt? Warum nicht? Also der HSV hat zuvor auch konstant geschafft, sein schlechtes Gesicht der zu zeigen. Der erste Wind und schon werden sie umgeweht. Ja, ne? Natürlich, aber das kriegst du tatsächlich, wie Stefan sagt, das kriegst du ja nur über Ergebnisse, dass du da wieder ein bisschen Selbstvertrauen hast, dass du sagst, auch wenn man mal ein 2-1 fängt, heute hast du auch das 2-2 bekommen und gewinnst trotzdem noch 3-2. Also das ist so ein Ding, das sagst du beim nächsten Mal, wenn du einen Ausgleich kriegst, dann bist du nicht so down, wie du sonst warst, weil du sagst, ne, so dann sagst, das haben wir schon gehabt, das konnten wir schon mal drehen, warum sollten wir es nicht nochmal schaffen? Also ich glaube, dass das auf jeden Fall einen Schub geben wird und ob das jetzt die nächsten Wochen dazu reicht, das weiß ich nicht, das wird nicht leichter. Also aber Mainz, man sieht selbst in einem solchen Spiel, wie eng das beieinander ist, wir hatten gerade drüber gesprochen, du führst 2-0, kriegst das 2-2 und wenn das 3-2 nicht relativ zeitnah fällt, kippt vielleicht die Stimmung, die Jungs werden verunsichert, kriegst vielleicht das 3-2 gegen dich und wir reden über was ganz anderes heute. Stefan, in deinen Augen bedenklich, dass der HSV in der Schlussphase ein bisschen wankte. Also da schien mir doch der ein oder andere Spieler ein wenig am Ende seiner Kräfte überhaupt zu sein. Überhaupt nicht. Warum nicht? Das wird uns allen, dem Trainerteam, völlig egal sein, wie das die letzten Minuten gelaufen ist. Da zählt das Ergebnis am Ende. Ich glaube, dass, na klar, wenn du 3-2 führst, du weißt um die Wichtigkeit des Spiels, um das Ergebnis, Konstellation und so weiter, dass du da ein bisschen weiche Knie hast, ist doch völlig normal. Das kann man den Jungs gar nicht übel nehmen. Aber sie haben gezeigt, dass sie sich bis zum Schluss wehren, gegen den Ausgleich dann auch wehren können. Man zittert halt immer durch diese Fehler, die in den letzten Wochen passiert sind. Man zittert halt bei jedem Rückpass eigentlich mit. Ne? Auch und auch bei jeder Flanke. Wenn Adler dann auch seine Abschläge und dann gehen die teilweise rechts und links und sobald dann, wer den Ball hat, man zittert halt immer. Ich glaube, das wird uns bis zum Ende der Saison begleiten. Aber also ich glaube, dass das auch ganz entscheidend für so ein Spiel ist, nach dem Spiel zumindest, wenn du das gewonnen hast, sowieso ist schon mal gut, dann du hast den Jansen wieder reaktiviert, der ist zumindest wieder so weit, dass du ihn als Ernster, als Alternative hast. Obwohl, habe ich geschrieben, da fehlt noch an 100% fehlt noch unheimlich. Aber selbst Ilicevic, aber ich glaube schon, dass er zwei, drei richtig gelungene Aktionen hatte. Ja, die hatte er, aber in der Rückwärtsbewegung, wenn Augsburg dann konterte, ehe er da in Schwung war, also das muss man sagen, fehlt noch einiges. Ja, da fehlt einiges. Das wird er wissen, das werden alle beim HSV wissen. Das kann er sich über die Woche wieder erarbeiten. Genau. Ich glaube, es ging eher darum, dass er als Ballschlepper in der Offensive ein bisschen für Akzente setzt, um ein bisschen Entlastung in der Offensive zu schaffen. Ja, ein bisschen Schwung hat er schon nach vorne rein, fand ich auch. Und der ist jetzt ja auch am Anfang. Also wenn der jetzt ins Rollen kommt, noch, ist er eine wirkliche Alternative für die letzten. Ivo Ilicevic hat heute die ersten 20 Minuten. Das war unsere Gobi, ne? Die da ein bisschen für Musik gesorgt hat. Ja, war nett. War alles gut. Kommt gut. Bis dann. Alles gut. Alles gut.
Trotzdem, du hast auch einen Pierre-Michel Lasogga, an dem nun massiv festgehalten wurde. Es ist nicht wenige Leute, auch ich, haben darüber geschrieben, gefragt, okay, ein Rudnevs ist fit die ganze Zeit und ein Lasogga wird reingeschmissen, obwohl er noch nicht bei 100% ist. Und der Trainer sagt auch noch, der muss sich jetzt die Spielpraxis wiederholen. So, aber man hat an ihn geglaubt, man hat auf ihn gesetzt, der Trainer hat der auf ihn Trainer gesetzt. Der Trainer hat an ihn geglaubt. Genau, ja, der ne? Trainer das hat auf wichtig, ihn gesetzt. Ne? Also und das siehst du jetzt und er macht 2 Tore. Also da hast du zumindest schon mal, behaupte ich mal, 2 Freunde für die letzten 5 Spiele. Das wird sich so schnell nicht zerlegen. Vielleicht sind 4 Stunden, also ja, das Spiel ja auch noch mit. Ja, genau. Vielleicht auch noch 6 Spiele, genau. Aber das hat Lasogga ja, im Interview genauso gesagt. Ich habe ihn gefragt, wieso sind sie jetzt auf einmal oder so stark? Wieso scheint es, dass sie jetzt in Tritt kommen? Hat er gesagt, ganz einfach, weil der Trainer an mich glaubt. Er hat am ersten Tag gesagt, du bist mein Mann. Er hat ja diese Pressekonferenz, er ist ein Bär, hat er doch irgendwie auch gesagt. Öffentlich bei dir. Hat er das gesagt, ja. Aber das tut weh, wenn du sowas hörst. Das ist auch ja, immer, also das ist, ja, natürlich, aber ich glaube schon, dass Lasogga ist so einer, der kommt über Selbstvertrauen. Der braucht die Rückendeckung, der braucht das Selbstvertrauen und dann kann er ins Rollen. Ich glaube, das ist... Er war so lange verletzt, er war so lange nicht fit, er hat so lange auch im Training nicht besonders viel machen können. Also insofern, man konnte gar nicht so 100% auf ihn setzen. Deswegen ist das, ob das jetzt fehlendes Vertrauen ist oder einfach nur realistisches Denken und sagen, pass mal auf, du bist halt noch nicht so weit. Also das sehe ich immer ein bisschen anders. Ich finde es gut, dass es jetzt geklappt hat. So, hätte es nicht geklappt, der HSV verliert heute 3-1 und der Soccer spielt wie eine Wurst, dann würden alle sagen, was ist denn da los? Warum bringt er nicht endlich mal den Rudnevs? Also das ist so dieses Vorher-Nachher. Also das ist klar, hat aber dir auch gesagt, hat er nicht Glück gehabt, aber du setzt auf die Spieler und wenn die treffen, dann hast du recht. Und jetzt freuen wir uns darüber, dass er reaktiviert ist, dass er da ist, er hat 2 Tore gemacht. Und ich glaube, der wird jetzt auch, ich weiß, der macht wieder 2 Tore. Das man kann sich sagen, aber ich glaube, der Trainer hat eine Idee, der sieht den Spieler jeden Tag im Training, der spricht mit ihm, der weiß, wie der Junge drauf ist, ob es schon reicht, sie Janssen, ja, ob es schon reicht für die Startformation oder eben nicht, jetzt Beispiel Lasogga, aber ist schon bedenklich, ja, wenn ein Spieler das davon abhängig macht, welcher Trainer ihn da pusht oder eben auch mal nicht. Ja. Ich glaube, die Eigenmotivation sollte schon enorm hoch sein, egal welcher Trainer da draußen steht. Dass das mal unterstützend sein kann, dass man so ein bisschen auf dem Kanal sensibilisiert ist, dass man mal über die persönliche Schiene mal in den Arm genommen wird und so weiter, darauf abfährt, ist völlig okay. Aber das ausschließlich anzuführen, finde ich... Nur Stefan, der lag ganz am Boden, Lasogga, ne? War immer wieder verletzt, dem haben sie alle Zähne gezogen, damit sein Oberschenkel funktioniert und trotzdem hat er es nicht genutzt und so weiter. Der war wirklich am Boden und ich glaube, dass du dann trotzdem, obwohl er ein Bär ist, dass du dann noch mal mehr Zuspruch brauchst. Ne? Das zeigt das ja, er ist ein Bär, ist ein Tier nach außen, ja, ist ein Typ, aber offensichtlich... ziemlich sensibel, er braucht die gute Ansprache, die Fürsprache und das ist auch völlig in Ordnung, wenn der Trainer das erkennt, darum geht es. Der Trainer muss erkennen, welcher Spieler was braucht. Ja. Und ich glaube, bei 100% ist er auch immer noch nicht, wenn man ihn so laufen sieht in seiner Aktion. Nein, ist er auch noch nicht. Also wenn er dann den Ball abgenommen gekriegt hat, dann wie er dann doch mühsam und langsam hinterher trabte und sich eigentlich selbst noch den inneren Schweinehund besiegend fragte, na, muss ich da jetzt noch hinterher oder machen, dass die anderen Kollegen... Wie viel Tor hat er geschossen? So Zawai. Sind wir wieder beim Thema Effektivität. Die Laufwege müssen nicht im Umfang Weltklasse sein. Du musst die richtigen Laufwege haben, du musst richtig stehen zum richtigen Moment, an der richtigen Stelle und. Das hat er prima gemacht. 5 Torschüsse, 2 Tore. Ja, kann man nicht meckern. Scholle, wo wir gerade beim Thema sind, das Spiel dürfte Maxi Beiß ein bisschen zurückgeworfen haben jetzt, ne, in seinen Ambitionen nochmal reinzukommen. Ich befürchte, dass das Interview von dem Berater den Maxi Beiß ein bisschen zurückgeworfen haben wird, weil Bruno Labbadia hat, also ich glaube nicht, dass es da eine offene Fehde gibt zwischen Beister und Labbadia. Und Labbadia hat ihn halt so gesehen, dass er sagt, er ist noch nicht so weit. Beister selbst hat es wohl in dem Gespräch auch gesagt. Der Berater wagt sich jetzt nach vorn, weil Maxi natürlich nichts sagen kann, aber zu einer völligen Unzeit, also da jetzt nochmal ein Fass aufzumachen auf den letzten Metern, halte ich für völligen Schwachsinn. Ja. Zumal die Diskussion an sich ja geführt wurde. Also er musste ja nichts befeuern. Es gab ja von außen viele Leute, die sagen, Maxi Beister ist doch da und warum ist er nicht einer und warum kann er nicht? Natürlich, Stefan sagte auch am Anfang, dass es vom Tempo her wäre es natürlich eine gute Alternative, wenn du den jetzt dabei hättest. Aber wenn er halt nicht bei 100% ist und dann muss der Trainer sich dann festlegen, dann nimmt er ihn halt nicht. Und es wäre auch für den Rudnevs zum Beispiel, das wäre ein Killer gewesen, wenn er sagt, Maxi ist zwar noch nicht bei 100, aber wir nehmen ihn trotzdem rein und lassen ihn spielen. Ich muss ja schmunzeln, als ich das gelesen habe, die Aussagen des Beraters, da ging es unter anderem darum, dass der Beister im Spiel der U23 gegen Neumünster getroffen hat. Ich habe das Spiel gesehen, wie er sich bewegt hat und so weiter. Also worüber reden wir? Wir reden über Bundesliga und nicht über Regionalliga. Ja, und wenn dann ein Spieler dieses Kalibers gegen Neumünster trifft, ohne dem Neumünster jetzt zu nahe zu treten,
Aber da gehört schon ein bisschen mehr dazu, als Bundesliga zu spielen. Und es wird jetzt schwer für ihn, weil Jansen ist die Alternative jetzt. Ein Holtby kommt zurück. Ja. Insofern, ich weiß nicht, ob er nächste Woche im Kader rutscht. Das glaube ich auch. Es gab auch, nach diesem Interview gab es auch ein ernstes Gespräch zwischen Beister und der HSV-Führung. Also insofern glaube ich, dass das bei vielen nicht gut angekommen ist. Aber ich glaube auch, diese Saison vielleicht wird es auch nichts mehr, aber langfristig gesehen und nächste Saison ist ja ein guter Junge eigentlich. Entschuldigung, das Thema Beißer ist natürlich jetzt auch in dieser kurzen Phase, können wir es gar nicht zu Ende diskutieren, das hat ja woanders angefangen. Es gibt viele, viele Versäumnisse auf dem Weg bis heute. Die muss man auch dem HSV, dem HSV anlassen, das ist so. Ja. So, den Moment jetzt aber dann, und das ist halt das, was ich meine, da jetzt im Moment kannst du nichts mehr machen, jetzt machst du so ein Fass nicht mehr auf, jetzt hältst du die Fresse, spielst Fußball und ackerst das Ding runter, bis du am Ende Markus, irgendwie beim Strich stehst. Darum geht es jetzt. Nichts anderes. Die eigenen Interesse absolut hinten anzustellen. So es geht jetzt nur ums Überleben des Vereins in der Bundesliga, das nächste Jahr weitergespielt wird in der Bundesliga. Und was danach in der Sommervorbereitung, dann kann er wieder angreifen, im Training Gas geben und dann kann er nächstes Jahr spielen. Ja, genau. Uli, deswegen war es ganz besonders schön zu sehen, dass beim Schlusspfiff alle Ersatzspieler auf das Feld gelaufen sind und gratuliert haben. Ich sehe noch Johann Giroud, wie der aus seinem Strafraum bis zur Mittellinie läuft und dem Bären Jaroslav Dropny in die Arme springt und ihn küsst und ihn herzt und also gar nicht wieder loslassen wollte. Also das ist doch auch schön zu sehen, dass da dann so eine Freude entsteht, auch von denen, die da draußen gesessen haben, ne? Ja, klar. Also ich habe die letzten Minuten hinter der Bank gestanden und die ganze Bank stand ja auch und du hast das wirklich jedem angemerkt, dass jeder diesen Sieg will, egal was er dazu beigetragen hat, auch wenn er nicht gespielt hat. Jeder will das. Und das Schöne auch, das hat Labbadia ja auch gesagt, im ganzen Umfeld auch, das Presseteam. Also in der Mixzone habe ich eine Szene gesehen, da ist Labbadia auf Tobi Hauke aus der Pressestelle Zugang, hat ihn richtig gedrückt. Also da ist auch im Umfeld, was Labbadia auch sagt, nicht nur die Männer, die auf dem Platz stehen, sondern der ganze Verein muss jetzt zusammenhalten und kämpfen. Und das ist echt schön zu sehen. Ja, Scholle hat das beobachtet. Scholle, deine Beobachtung kannst du schnell nochmal zum Besten geben. Du hast gesagt, die Balljungs spielen mit. Ja. Wie spielen die mit? Ja, sie hatten ganz offensichtlich die Order, dass sie bei Führung den Ball dann doch ein bisschen länger behalten. Das haben sie, wirklich, das haben sie bis zum Äußersten getrieben. Also bis dann selbst Marvin Hitz, der wirklich seinem Namen widersprechend eigentlich ein ganz ruhiger Typ ist, selbst der ist sauer geworden. Also selbst der hat sich dann aufgeregt. Der vierte offizielle Voss, der ist genau, ja genau, hat den Balljungen hat er sogar dem weggeschickt. Dem erwachsenen Balljungen. Und der Balljungen hat dann sogar gesagt, interessiert mich nicht, was du erzählst. Also es ist doch schön, wenn du das mitnimmst, alles gut. Also und deswegen nochmal, genau deswegen ist so ein Interview von so einem Berater sowas von dumm. Das verpufft auch so schnell und das wird so schnell als Dummheit auch abgestempelt sein. Deswegen, ich weiß nicht, es gibt einfach Dinge, die darf es nicht mehr geben, zumal der Berater ja nicht jung ist, sondern der ist ja schon länger dabei, der kennt das Geschäft. Ja. Also das war einfach dumm, aber freuen wir uns drüber, dass er das vorgewonnen hat und reden wir nicht darüber, was vorher falsch war, sondern es gibt einige Dinge, die heute gut gelaufen sind für den HSV, das ganze Spiel im Endeffekt, ne? Dass 3-2 gleich nach dem 2-2 machst, dann hörst du im Nachhinein jetzt auf einmal ein 2-0 Stuttgart wird zum 2-2 für Freiburg noch, die spielen unentschieden. Hoffenheim gewinnt gegen Hannover noch 2-1 in der 83. Also das, was du letztes Wochenende ja wirklich einmal als Nackenschlag bekommen hast, weil du es selbst nicht genutzt hast, das hast du dir heute wieder geholt. Und jetzt kannst du mal eine Woche lang ein bisschen, ne, mit ein bisschen Auftrieb arbeiten. Und vielleicht entwickelt sich daraus ja dann dieser Lauf, den Stefan Reuter im Telefonat gestern, wo er sagte, warte mal ab, wenn die gewinnen, egal wie sie gewinnen, dann kriegen die so einen kleinen Lauf. Und dieser Lauf, der kann eine ganze Menge Kraft entwickeln. Ja. Glaube, wichtig ist, dass jetzt eine Situation eingetreten, wo man selbst in der Hand hat, ja, wo man selbst die Geschicke voranbringen kann, wo man jetzt dafür sorgen kann, mit eigenem Zutun, mit eigener Leistung, wo der Zug hingeht. Da braucht man nicht woanders hinzuschauen. Ja. Und in Mainz ist jetzt, dadurch, dass Mainz am Freitag gestern gewonnen hat, haben die ja den Klassenerhalt gefeiert. Das war ja richtig Partystimmung. Kann man auch hoffen, dass die sind natürlich schwierig zu spielen zu Hause, aber dass du da einen Punkt, vielleicht mit einem Punkt würde reichen, würde ich sagen. Punkt da holen, gegen Freiburg das Heimspiel gewinnen und dann bist du schon auf einem ganz, ganz, ganz guten Weg. Ja. Wie wichtig ist auf diesem Weg so ein Altmeister wie Raphael van der Vaart, der ja immer seine Kritiker hat hier in Hamburg und heute aber in unseren Augen, vielleicht nicht in deinen oder auch, kannst du gleich sagen, eigentlich eine überzeugende Partie gespielt hat.
Also ich messe einen Spieler immer oder die Leistung des Spielers immer daran, was er zu leisten imstande ist, was er von Haus aus mitbringt, was er kann. Und dass er deutlich mehr kann als das, was er momentan anbietet, ist klar. Vielleicht sind die Glanzzeiten vorbei, das mag sein. Aber man darf nicht vergessen, in welcher Situation der Spieler ist. Es ist eine schwierige Situation vom Verein, mitgeteilt zu bekommen, es geht am Saisonende nicht weiter und jetzt bist du mitten im Abstiegskampf und du haust dich richtig rein. Er hat nichts Filigranes angeboten, aber was er gemacht hat, und da bin ich wieder beim Thema Mentalität, der hat richtig Gas gegeben, der ist gelaufen, der hat die Zweikämpfe gesucht, hat sich gewehrt, hat sein Zeug ordentlich gemacht und als er dann kaputt war, ist er ausgewechselt worden. Und Stefan, eins muss ich, du als Trainer muss das nochmal erklären, weil von allen Seiten hagelte erst Proteste. Beim 1:2 hätte Rene Adler rauskommen müssen oder waren da die Vorderleute schuld, die alle nur zugeguckt haben und nicht geköpft haben? Also wenn man Rene Adler jetzt fragt nach der Situation, könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, er hat sich darauf verlassen, dass seine Abwehrspieler mit reinlaufen, statt stehen zu bleiben. Fragt man die Abwehrspieler, würden die sagen, wir haben uns darauf verlassen, dass Rene Adler rauskommt. Typisches Beispiel für Missverständnis. Der eine hat sich auf den anderen verlassen. Also ich würde beiden, sowohl der Abwehrkette als auch dem Torwart, zumindest eine Teilschuld geben. Wer war ihm denn eigentlich zugeteilt, dem Bobadilla? Der sah nach Lasogga aus, ja, weil der war ja völlig frei. Ne? Ja gut, Lasogga war beim 2:0 auch völlig frei. Ja, ja, aber klar, aber der ist ja gar nicht mitgegangen. Vielleicht hat sich Lasogga darauf verlassen, dass Adler rauskommt, wahrscheinlich. Ja, ja, also Heiko Westermann guckt ein wenig vorwurfsvoll in Richtung Schlussmann. Die werden sich wahrscheinlich darüber noch unterhalten nach diesem Spiel. Aber zum Glück ist es ja gut gegangen. Ist doch wunderbar, dass trotz eines Sieges, trotz dreier Punkte, es wieder ein Thema gibt, was es zu bearbeiten gibt. Ja. Diese Woche ist für den Trainer auch ideal. Auch das 2:2, der Ballverlust von Stieber im Mittelfeld, auch wieder sehr leichtfertig. Ja, genau. Zulässig, ne? Ja, das muss man wirklich sagen. Also anstatt den Ball auf Katscher, womit wir auf ein anderes Thema überleiten das können. Das wollte ich Uli jetzt gerade fragen. Ach, erzähl. Weil Gorko Katscher, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wollte ich Uli fragen, aber du sagst das jetzt. Entschuldigung. Ja, ja. Der bringt halt so eine Mentalität mit und die Mannschaft kennt ihn und mag ihn. Also es gibt wirklich kaum einen Spieler, mit dem du sprichst, der nicht sagt, das ist ein Riesenfußballer. Ja. Der muss halt nur spielen. Er spielt zu wenig so. Und heute hat er gespielt und in meinen Augen hat er wirklich stark gespielt. Ja. Er hat schon besser gespielt, das muss man auch sagen. Aber es war ein sehr guter Auftritt und jetzt können wir wieder. Er hängt sich rein, immer 100%. Er macht genau das, er bringt die Mentalität mit, die du jetzt brauchst für die Phase der Saison. Und das, obwohl er, genau wie Van der Vaart mitgeteilt bekommen hat, dass er halt seinen Vertrag hier nicht verlängert wird, dass er nicht in Hamburg bleiben wird. Ja. Was ihm wirklich sehr traurig macht. Also, das ist einer der wenigen, wo du wirklich weißt, der würde wirklich sehr gerne hier bleiben. Trotz allem, also trotz der. Ja, da muss ja auch das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Ja, das muss ich glaube, das hat der HSV in den letzten Jahren immer mal wieder bewiesen. Ja, genau. Und aber wenn du sagst, voll reinhängen und so weiter, Uli, dann möchte ich, dass du noch mal schnell eine Lanze für den rechten Verteidiger. Heiko. Ja. Heiko, ja. Also ich es ist wirklich, ich es ist nichts abgesprochen zwischen uns. Nein, wirklich nicht. Also ich muss doch, ich gebe ja auch zu, dass ich schon das eine oder andere Mal geflucht habe über ihn. Das Thema scheint öfter aufzukommen hier. Ja. Geflucht habe über ihn, aber es ist einfach überragend, wie er sich reinhängt, wie der bis zum letzten Blutstropfen alles gibt, wie der sich danach nach jedem Spiel in der Mixzone hinstellt und Rede und Antwort steht und teilweise auch verzweifelt ist. Und der ist wirklich, wo wir beim Thema authentisch sind, authentisch hundertprozentig, der ist hundertprozentig HSVer und in der Verfassung einfach, ich finde beim HSV nicht wegzudenken. Also es gibt natürlich viele, die sagen, hey, jetzt soll er endlich mal weg, aber da müssen andere Spieler erstmal über eine Spielzeit beweisen, dass sie ihn verdrängen können. Ja, auch die Mentalität, das, was Scholle eben gerade zu Katscher gesagt hat. Der ist durch und durch HSV einfach. So ist das. Ne? Der hängt sich auch immer voll rein und gibt alles. Oder hast du nicht? Hat eine brutal schwere Aufgabe heute gehabt. Genau. Ja, gegen Barbar und Werner da aus. Schaut euch das Spiel nochmal in Ruhe an. Der hat in 9 von 10 Fällen, vielleicht 8, keine Ahnung, hat der gegen 2 Mann gespielt. Weil die Abwehrarbeit des Offensiven halt nicht die beste war. Das ist sowieso teilweise wahnsinnig. Und er hat es gelöst. Er hat 2-3 Mal hat er auch immer einen Stellungsfehler, aber über weite Strecken richtig gut gelöst. Das hat mich also zweite Halbzeit auch, also wie wirklich Werner und Barbar immer 2 auf 2 gegen 1 auf ihn zugegangen sind und ich weiß auch nicht, wie sie da nicht verschoben haben, ob das Katscher war, ob das ein Giroud, der dann dazukommen muss, aber es war echt ganz oft die Situation, wo man dachte, Stieber. Um Gottes Willen. Es war tatsächlich so ein Stieber, der ganz oft gefehlt hat. Ja. Aber wie wichtig ist trotzdem für dich ein Heiko Westermann mit seiner Mentalität als Vorkämpfer? Na, wir hatten ja schon mehrfach jetzt gesagt, dass es nur über die Mentalität gehen kann in den letzten Wochen. Und da ist er vorbildlich, wenn ich die Leistung heute gesehen habe. Auch das war nichts Überragendes, gerade auch in der Offensive. Na, der war einfach hinten gebunden, aber dafür gesorgt, dass die Augsburger nicht so häufig zum Flanken gekommen sind.
hat er prima gemacht. Und ich glaube, dass das beispielhaft ist. Und er gewinnt wieder echt an Sicherheit. Also so vor ein paar Spielen noch, dann ist er so ein Schwimmen gekommen, wenn er hinten allein den Ball hat. Ich finde, er strahlt wieder mehr Sicherheit. Und trotzdem finde ich als Trainer tendenziell, und jetzt was die Zukunft wieder angeht, ist für mich kein Rechtsverteidiger. Nein, das ist aus der Not geboren, natürlich. Ja, er hat jetzt seine Erfahrung, die er mit reinwerfen kann, gegenüber Ashton Götz zum Beispiel, wenn der da spielen müsste, weil Diekmeyer verletzt ist. Und trotzdem muss ich sagen, er zieht das Beste daraus. Das ist richtig, nur bei der Planung insgesamt finde ich es nicht gut für den Spieler. Gibt es wenig Sicherheit, wenn der im Laufe der Saison, wie geschehen, im Prinzip links, alle rechts, vier Positionen in der Viererkette. So ist das. Plus defensives Mittelfeld. Ja, genau. Gucken, was kann man aufbauen, zum Beispiel rechts hinten, links hinten und so weiter, um den wirklich Innenverteidiger spielen zu lassen. Ja. Okay, wir sind am Ende. Stefan, du musst morgen Marathon laufen, glaube ich. Ich will. Ich muss nicht. Ich bin ja begeistert. Ich will. Welche Zeit läufst du ungefähr? Naja, jetzt morgen geht es nicht um die Zeit. Ich habe nicht gut trainieren können. Ankommen. Jetzt geht es erstmal nur um Durchlaufen, genau. Ja. Stark. Also viel Erfolg und vielen Dank, dass du hier gewesen bist und mit uns diskutiert hast. Ich darf oder muss wiederkommen, ne? Das ist klar. Eindeutig. Ich war vor zwei Wochen beim Training bei St. Pauli, die haben das Wochenende gewonnen. Ja. Training beim HSV gewesen die Woche, jetzt gewonnen. Also, ja. Dann bist du hier jetzt verpflichtet. Ne? Ja. Genau. Bist gebucht. Ja, genau. Uli, vielen Dank auch dir. Gerne. Du kommst auch wieder gerne hierher, so wie wir immer gerne mal zu mir kommen. Genau, also, sehr gerne. Also da wäscht sich eine Hand die andere, obwohl du bist heute zum ersten Mal hier bei uns. Genau, hat mir Spaß gemacht, komm gerne wieder. Okay, besonders nach solchen Spielen. Also das war eine Sendung des Abender TVs und hinter den Kulissen haben dafür gesorgt, dass es auch gut rüberkam, Axel Leonard und Volker Sabach. Wir konnten uns wie immer auf unseren Premium-Partner die Langzeit-Autovermietung Maske, genau, aber ich wusste es auch, verlassen und vielleicht mal einen Tipp, da mal reinzuklicken und ich sage generell vielen Dank und feiert schön, das aber hat man nicht selten mal, dass der HSV 3 Tore schießt und vielleicht wird ja jetzt eine Erfolgsserie aufgebaut. Du hast die Tipps nicht aufgelöst. Das haben wir noch. Was habe ich? Die Tipps haben wir noch nicht aufgelöst. Die Tipps. Wir drei hatten wir zumindest getippt. Ne? Ja. Stefan, ja, mein Tipp 1-1 ist schön in die Hose gegangen, Gott sei Dank. Wieder? Ja. Ich hatte 1-0 getippt, nachdem ich am vergangenen Sonntag noch unter dem Einfluss des Werder-Spiels stand und im Abendblatt 0-0 getippt habe. Aber ich war heute doch sehr zuversichtlich, dass der HSV ein Tor schießen würde und 1-0 gewinnen wird. Tendenz stimmte, 3-2 hatte ich. Insofern. Hattest du das? Nein! Glaubst nicht! Hattest du das? 3-1 war sein Tipp. Was? Hatte ich nicht 3-2, oder? So, Schluss jetzt, Ende der Durchsage. Feiert schön. Wir auch. Tschüss. Clever wirklich, gemacht? Das haben sie bis zum Äußersten getrieben. Also bis dann selbst Marvin Hitz, der wirklich seinem Namen widersprechend eigentlich ein ganz ruhiger Typ ist, selbst der ist sauer geworden. Also selbst der hat sich dann aufgeregt. Der vierte offizielle Voss, der ist genau, ja genau, hat den Balljungen hat er sogar dem weggeschickt. Dem erwachsenen Balljungen. Und der Balljunge hat dann sogar gesagt, interessiert mich nicht, was du erzählst. Also es ist doch schön, wenn du das mitnimmst. Fieber. Alles gut. Also, und deswegen nochmal, genau deswegen ist so ein Interview von so einem Berater so was von dumm. Das verpufft auch so schnell und das wird so schnell als Dummheit auch abgestempelt sein. Deswegen, ich weiß nicht, es gibt einfach Dinge, die darf es nicht mehr geben, zumal der Berater ja nicht jung ist, sondern der ist ja schon länger dabei, der kennt das Geschäft. Ja. Also das war einfach dumm, aber freuen wir uns drüber, dass der HSV gewonnen hat und reden wir nicht darüber, was vorher falsch war, sondern es gibt einige Dinge, die heute gut gelaufen sind für den HSV, das ganze Spiel im Endeffekt, ne? Dass 3-2 gleich nach dem 2-2 machst, dann hörst du im Nachhinein jetzt auf einmal ein 2-0 Stuttgart wird zum 2-2 für Freiburg noch, die spielen unentschieden. Hoffenheim gewinnt gegen Hannover noch 2-1 in der 83. Also das, was du letztes Wochenende ja wirklich einmal als Nackenschlag bekommen hast, weil du es selbst nicht genutzt hast, das hast du dir heute wieder geholt. Und jetzt kannst du mal eine Woche lang ein bisschen, ne, mit ein bisschen Auftrieb arbeiten. Und vielleicht entwickelt sich daraus ja dann dieser Lauf, den Stefan Reuter im Telefonat gestern, wo er sagte, warte mal ab, wenn die gewinnen, egal wie sie gewinnen, dann kriegen die so einen kleinen Lauf. Und dieser Lauf, der kann eine ganze Menge Kraft entwickeln. Ja. Glaube, wichtig ist, dass jetzt eine Situation eingetreten, wo man selbst in der Hand hat. Ja, wo man selbst die Geschicke voranbringen kann, wo man jetzt dafür sorgen kann, mit eigenem Zutun, mit eigener Leistung, wo der Zug hingeht. Da braucht man nicht woanders hinzuschauen. Ja. Und in Mainz ist jetzt, dadurch, dass Mainz am Freitag gewonnen hat, haben die ja den Klassenerhalt gefeiert. Das war ja richtig Partystimmung.
kann man auch hoffen, dass die sind natürlich schwierig zu spielen zu Hause, aber dass die, dass du da einen Punkt, vielleicht mit einem Punkt würde reichen, würde ich sagen. Punkt da holen, gegen Freiburg das Heimspiel gewinnen und dann bist du schon auf einem ganz, ganz, ganz guten Weg. Ja. Wie wichtig ist auf diesem Weg so ein Altmeister wie Raphael van der Vaart, der ja immer seine Kritiker hat hier in Hamburg und heute aber in unseren Augen, vielleicht nicht in deinen oder auch, kannst du gleich sagen, eigentlich eine überzeugende Partie gespielt hat? Also ich messe einen Spieler immer oder die Leistung des Spielers immer daran, was er zu leisten imstande ist, was er von Haus aus mitbringt, was er kann. Und dass er deutlich mehr kann als das, was er momentan anbietet, ist klar. Vielleicht sind die Glanzzeiten vorbei, das mag sein. Aber man darf nicht vergessen, in welcher Situation der Spieler ist. Es ist eine schwierige Situation vom Verein, mitgeteilt zu bekommen, es geht am Saisonende nicht weiter. Und jetzt bist du mitten im Abstiegskampf und du haust dich richtig rein. Er hat nichts Filigranes angeboten, aber was er gemacht hat, und da bin ich wieder beim Thema Mentalität, der hat richtig Gas gegeben, der ist gelaufen, der hat die Zweikämpfe gesucht, hat sich gewehrt, hat sein Zeug ordentlich gemacht. Und als er dann kaputt war, ist er ausgewechselt worden. Und bis Stefan, dann. Eins muss ich, du als Trainer... muss das nochmal erklären, weil von allen Seiten hagelte es Proteste. Beim 1:2 hätte Rene Adler rauskommen müssen oder waren da die Vorderleute schuld, die alle nur zugeguckt haben und nicht geköpft haben? Also wenn man Rene Adler jetzt fragt nach der Situation, könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, er hat sich darauf verlassen, dass seine Abwehrspieler mit reinlaufen, statt stehen zu bleiben. Fragt man die Abwehrspieler, würden die sagen, wir haben uns darauf verlassen, dass Rene Adler rauskommt. Typisches Beispiel für ja, Missverständnis. Der eine hat sich auf den anderen verlassen. Also ich würde beiden, sowohl der Abwehrkette als auch dem Torwart, zumindest eine Teilschuld geben. Wer war ihm denn eigentlich zugeteilt, dem Bobadilla? Der sah nach Lasogga aus. Ja, weil der war ja völlig frei. Ne? Das ja gut, Lasogga war beim 2:0 auch völlig frei. Ja, ja, klar, aber der ist ja gar nicht mitgegangen. Vielleicht hat sich Lasogga darauf verlassen, dass Adler rauskommt, wahrscheinlich. Ja, ja, also Heiko Westermann guckt ein wenig vorwurfsvoll in Richtung Schlussmann. Die werden sich wahrscheinlich darüber noch unterhalten nach diesem Spiel. Aber zum Glück ist es ja gut gegangen. Ist doch wunderbar, dass trotz eines Sieges, trotz dreier Punkte, es wieder ein Thema gibt, was es zu bearbeiten gibt. Ja. Diese Woche ist für einen Trainer auch ideal. Auch das 2:2, der Ballverlust von Stieber im Mittelfeld, auch wieder sehr leichtfertig. Ja. Genau, zulässig. Ne? Ja, das muss man wirklich sagen. Also anstatt den Ball... Auf Katscher, womit wir auf ein anderes Thema überleiten können. Das wollte ich Uli jetzt gerade fragen. Ach, erzähl. Weil Gorko Katscher, muss ich ganz ehrlich sagen... Das wollte ich Uli fragen, aber du sagst das jetzt. Entschuldigung. Ja, ja. Der bringt halt so eine Mentalität mit und die Mannschaft kennt ihn und mag ihn. Also es gibt wirklich kaum einen Spieler, mit dem du sprichst, der nicht sagt, das ist ein Riesenfußballer. Ja. Der muss halt nur spielen, er spielt zu wenig. So. Und heute hat er gespielt und in meinen Augen hat er wirklich stark gespielt. Ja. Er hat schon besser gespielt, das muss man auch sagen, aber es war ein sehr guter Auftritt und tja, jetzt können er wir wieder... Er hängt sich rein auf jeden hängt Fall. Sich rein. Immer 100%. Er macht genau das, er bringt die Mentalität mit, die du jetzt brauchst für die Phase der Saison und das, obwohl er genau wie Van der Vaart mitgeteilt bekommen hat, dass er halt seinen Vertrag hier nicht verlängert wird, dass er nicht in Hamburg bleiben wird, was ihm wirklich sehr traurig macht. Also das ist einer der wenigen, wo du wirklich weißt, der würde wirklich sehr gerne hier bleiben, trotz allem. Also trotz der da muss ja auch das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Ja, das muss ich glaube, das hat der HSV in den letzten Jahren immer mal wieder bewiesen. Ja, genau. Und aber wenn du sagst, voll reinhängen und so weiter, Uli, dann möchte ich, dass du noch mal schnell eine Lanze für den rechten Verteidiger. Heiko. Ja. Heiko, ja. Also ich es ist wirklich, ich es ist nichts abgesprochen zwischen uns. Nee, nee, wirklich, nein, wirklich nicht. Also ich muss doch, ich gebe ja auch zu, dass ich schon das eine oder andere Mal geflucht habe über ihn. Das Thema scheint öfter aufzukommen hier. Ja. Geflucht habe über ihn, aber es ist einfach überragend, wie er sich reinhängt, wie der bis zum letzten Blutstropfen alles gibt, wie der sich danach nach jedem Spiel in der Mixzone hinstellt und Rede und Antwort steht und teilweise auch verzweifelt ist. Und der ist wirklich, wo wir beim Thema authentisch sind, authentisch hundertprozentig, der ist hundertprozentig HSVer und in der Verfassung einfach, ich finde beim HSV nicht wegzudenken. Also es gibt natürlich viele, die sagen, hey, jetzt soll er endlich mal weg, aber da müssen andere Spieler erstmal über eine Spielzeit beweisen, dass sie ihn verdrängen können. Ja, auch die Mentalität, das, was Scholle eben gerade zu Katscher gesagt hat. Durch und durch HSV einfach. So ist das. Ne? Der hängt sich auch immer voll rein und gibt alles. Oder hast du nicht? Hat eine brutal schwere Aufgabe heute gehabt. Genau. Ja, stand gegen Barbar und Werner da außen. Schaut euch das Spiel nochmal in Ruhe an. Der hat in 9 von 10 Fällen, vielleicht 8, keine Ahnung, hat der gegen 2 Mann gespielt. Weil die Abwehrarbeit des Offensiven halt nicht die beste war. Das ist sowieso teilweise wahnsinnig. Und er hat es gelöst. Er hat 2-3 Mal, hat er auch immer einen Stellungsfehler, aber über weite Strecken richtig gut gelöst. Das hat mich also zweite Halbzeit auch, also wie wirklich, Werner und Baba. Was ist Autolangzeitmiete? Bei dieser bedarfsorientierten Autonutzung gilt das Ein-Preis-Alles-Drin-Prinzip.
Sie bleiben absolut flexibel, können aus einem großen Pool an sofort verfügbaren Fahrzeugen wählen und erhalten einen umfangreichen Service. Zusätzlich sind individuelle Anpassungen möglich. Sie haben stets die volle Kostenkontrolle, denn Steuern, Versicherungen, GEZ, Verschleißreparatur und Wartungskosten sind bereits in der Monatsmiete inbegriffen. Es gibt keine versteckten Kosten und eine Anzahlung ist ebenfalls nicht erforderlich. Mit einer Rate ist alles abgedeckt. Sie brauchen nur noch zu tanken. Das Beste, die Mindestlaufzeit beträgt nur einen Monat. Wenn Sie möchten, können Sie das Fahrzeug danach jederzeit tauschen. So bleiben Sie stets flexibel. Maske ist herstellerunabhängig und hat alle gängigen Modelle vorrätig. Deshalb steht Ihnen immer eine große Auswahl an PKW und leichten Nutzfahrzeugen zur Verfügung. Die Langzeitmiete schafft einen überdurchschnittlichen Servicestandard. Ein persönlicher Ansprechpartner, das deutschlandweite Servicenetz sowie die 24-stündige Erreichbarkeit garantieren schnelle Hilfe. Maske ermöglicht viele Extras. Besonders Firmenkunden benötigen oft individuelle Beschriftungen oder Einbauten, die hier problemlos realisierbar sind. Für jeden findet sich das passende Auto. Maske macht es einfach. Mit der Langzeitmiete müssen Sie für nichts sorgen. Sie können einfach fahren. Moin, moin, liebe Mats, aber jo, ich muss mir noch ein bisschen Konfetti aus dem Haar herausholen. Das war ja mal eine Freude und was für ein Tag. Dieser 25. April 2015 könnte in die Geschichte des HSV eingehen, weil, ich habe es gerade geschrieben, jetzt die Saison erst richtig losgehen wird für den HSV. 3:2 gegen den FC Augsburg, der noch von Europa geträumt hat, das kann er jetzt vergessen, glaube ich. Aber der HSV träumt auf jeden Fall weiter nach diesem überlebensnotwendigen Sieg, und zwar von der Rettung und dass der Dino drin bleiben darf. Die Stimmung während des Spiels, vor dem Spiel, nach dem Spiel, eben auf dem Gang hierher, sensationell. Ich glaube, ganz Hamburg schunkelt und freut sich über diesen überragenden Sieg. 3 Tore, wann hat der HSV, dürft ihr mal nachzählen, zuletzt mal 3 Tore geschossen. Scholle weiß das neben mir, aber du sagst das jetzt bitte noch nicht, weil wir machen da eine 8.000-Mark-Frage draus. Wir begrüßen unsere Gäste, das ist zum einen Stefan Böger, ehemaliger DDR-Nationalspieler, da man sagen, ehemaliger HSV-Spieler. Nein, das weiß man, das weiß man. Und U16 und U17 Bundestrainer des DFB, kann man sagen, ja, und zuletzt bei Dynamo Dresden in dieser Saison leider ein bisschen vorzeitig beendet, aber zum Glück, sonst wärst du heute nicht hier, mit Sicherheit. Stefan, vielen Dank, dass du da bist, und dann haben wir unseren Kollegen Uli Pingel, bekannt und berühmt und berüchtigt durch seine Fernsehauftritte bei Sport 1 und bei Hamburg 1 natürlich, und dann wollen wir auch loslegen. Sehr gerne, ne? Sehr gerne. Stefan, du hast mir während des Spiels schon gesagt, was für ein Spektakel. Musst du dir nicht auch mal irgendwie so die Augen reiben und sagen, so hat der HSV lange Zeit nicht mehr gespielt? Ich finde beide. Beides war ein hochinteressantes Spiel, ein dermaßen spannendes Spiel bis zum Abpfiff, und HSV hat enormen Anteil dran. Also ich fand, dass sie von der ersten Minute an gezeigt haben, welchen Weg sie gehen wollen in dem Spiel, und waren gut eingestellt. Gerade im Defensivverhalten sah das lange Zeit gut aus. Also ich war schon sehr angetan von der Stimmung insgesamt. Ja. Uli, bist du mit dem Gefühl hergegangen, es könnte was werden? Also der HSV musste gewinnen. Überall, wo man her vor dem Spiel hinhörte, war zu hören oder zu vernehmen, wenn der HSV heute nicht gewinnt, dann kannst du das wahrscheinlich abhaken. Aber bist du auch mit dem Gefühl hierher gefahren, der HSV wird gewinnen? Ich habe so vielen Leuten vorher gesagt, Freunde, lasst uns noch mal ein Spiel dran glauben, gebt dem HSV noch mal eine Chance. Wenn es heute wieder eine Niederlage gibt ohne Tor, dann können wir abhaken, aber noch mal eine Chance. Und deswegen war ich auch so froh, dass die Mannschaft so gut reingekommen ist. Die Zuschauer waren da, das waren sie ja gegen Wolfsburg auch schon, aber die Zuschauer waren da, die ersten 20 Minuten waren ja wirklich echt stark. Und dass dann das Tor fällt, das war natürlich dieser Brustlöser, dieser viel umsprochene. Und dann noch das 2-0 hinterher, das war natürlich wahnsinnig starke erste 20, 25 Minuten. Scholle, du hast das Training über begleitet diese Woche. Warst du dir sicher, dass diese Mannschaft so etwas abrufen kann? Nein, sicher kannst du dir bei der Mannschaft nicht sein, weil dafür ist sie einfach noch zu fragil. Das war auch heute nach dem 2-1 dann zwischenzeitlich wieder zu merken. Aber
Es war jetzt auch nichts Besonderes in der Trainingswoche und ich glaube auch, dass das vielleicht das kleine Geheimnis sein kann, dass du halt gerade nichts Besonderes machst, sondern einfach versuchst, dich punktuell vorzubereiten. Du siehst halt, und das siehst du tatsächlich bei Labbadia, dass er halt ganz spezielle Dinge einstudiert und die dann halt auch im Spiel zu sehen sind. Das ist schon mal ein Vorteil, das hast du ja vorher nicht gehabt, dass man irgendwie Training und Spiel, dass das in irgendeiner Form koalierte, dass das irgendwie zusammenpasste. Das ist diesmal, ja, es ist der Fall und insofern scheint sich da tatsächlich noch ein bisschen was zu bewegen. Ja, bewegen ist das Stichwort. Stefan, wie groß ist für dich jetzt schon der Anteil von Bruno Labbadia, weil der ist jetzt noch keine zwei Wochen hier und trotzdem verspürt man doch irgendwie schon, dass der irgendwas bewirkt hat und irgendwie scheint auch ein kleiner neuer Geist in diese Mannschaft eingezogen zu sein. Durch ihn vielleicht? Ich glaube, das Letzte ist das alles Entscheidende. Also ich glaube nicht, dass sie sich großartig fußballerisch verbessert haben und auch in den letzten Wochen nicht mehr werden. Aber darum geht es in erster Linie gar nicht, sondern es geht darum, Mentalität zu entwickeln. Und dafür steht Bruno. Das hat er bei all seinen Stationen gemacht. Und ja, wie die Mannschaft bestrebt ist, das umzusetzen, was er im Training erarbeitet, das ist schon gut anzuschauen. Und auch die Spieler, ich hatte eben die Möglichkeit, direkt nach dem Spiel mit Heiko Westermann zu sprechen, mit Marcel Janssen. Beide haben betont, mit Pierre-Michel Lasogga, alle drei haben gesagt, das ist ein neuer Teamgeist, der da auch entstanden ist. Und es war ja auffällig auch, Labbadia hat die Truppe direkt nach dem Abpfiff, noch vor den Interviews, einmal in die Kabine geholt, hat dort ja auch eben auf der Pressekonferenz gesagt, er will diesen Teamgeist quasi heraufschwören. Ich glaube, das ist schon eine. Und er hat ja auch gesagt, Matchwinner war heute nicht Lasogga, sondern das Team. Ja. Also, und er hat, das muss man auch mal sagen, er hat nochmal ganz kurz auf den. Das ist echt als Anfang, als Chance, dass du jetzt auch in Mainz nachlegen kannst. Ich glaube, es geht nur über Ergebnisse. Geht nur über Ergebnisse, ja. Geht über Erfolgserlebnisse, über Achtungserfolge, wie ja, die Leistung von heute, wissen die Spieler selbst, deswegen sagen die das auch, dass das nicht überragend war. Das war okay, das war gut. Ja. Drei Punkte, Mund abputzen und auf Mainz vorbereiten. Ja, also wenn ich die Statistik zum Spiel nochmal vorlesen darf. Darf ich ganz kurz einmal unterbrechen, bevor das machst, weil auch Fragen gestellt werden können, gern an die Moderation, an die Moderatoren oder halt im Blog direkt, die würden dann hier an uns weitergeleitet. Okay. Weil das hast du an? Letzten, oder? Ja, ich hab's an, ich wollte es nur nochmal sagen, damit die Leute auch wirklich Fragen stellen können. Ja, aber das war doch schon immer so. Nein. Ja, ich wollte es nur nochmal sagen. Ja, genau. Das wird zu sehr ist schon wichtig. Ja, fein. Also Torschüsse. 15 zu 14 für den HSV. Wann hat der HSV mal 15 Torschüsse in letzter Zeit? Und auch so viele, die auch aufs Tor gegangen sind. In der gesamten Rückrunde. Ja, mehr als in der Sau. Ballbesitz 41 zu 59, also für Augsburg. Zweikämpfe 49 zu 51 für Augsburg. Passquote 64 zu 77, also für Augsburg. Ecken 4 zu 2 für Augsburg, Flanken aus dem Spiel 9 zu 15, also auch für Augsburg, abseits wollen wir nicht, Fouls am Gegenspieler 14 zu 19 für Augsburg, ja, und Pierre-Michel Lasogga hat am meisten Torschüsse abgegeben, nämlich 5 vor Esswein mit 4. Westermann hat den meisten Ballbesitz gehabt, nämlich 63% bei Augsburg. Waren das Bayer 99? Das kann gar nicht angehen eigentlich, aber okay. Wieso nicht? So viel, aber gut, der Bayer war schon okay. Bayer war immer im Ball. Statistik fand ich eindeutig für Augsburg in den Teilbereichen. Ja. Ergebnis 3-2 HSV. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, gerade auch in so einer Phase, wo die Mannschaft steckt. Um Effektivität geht's. Es geht darum, was Zählbares mitzunehmen und nicht um die Qualität des Spiels an sich. Ja. Sie standen ja auch wieder gut, fand ich. Also sie standen dann hinten auch. Sie haben ja auch nicht auf Teufel komm rauf nach vorne gespielt. Sie haben ja versucht, hinten defensiv stabil zu stehen. Und klar, dass Augsburg, wenn sie die meiste Zeit des Spiels zurückliegen, natürlich mehr Ballaktionen haben, mehr probieren müssen. Das ist klar, dass die Statistik dann so rauskommt. Aber ich finde schon, der HSV hat das echt ordentlich gemacht. Das hat Labbadia eben auch noch in der Pressekonferenz gesagt, dass er sich erhofft, dass es nochmal einen zusätzlichen Schwung gibt, neben dem Schwung, den er empfacht hat, schon durch seine Anwesenheit, durch diesen Sieg. Wie wichtig ist so ein Sieg dann in so einer entscheidenden Phase der Meisterschaft, Stefan, dass du nochmal, ja, zulegen kannst. Ich finde, grundsätzlich muss das aus der Mannschaft kommen. Ja, der Trainer steht auf dem Platz beim Training, während des Spiels, kann nur bedingt Einfluss nehmen. Es muss aus der Mannschaft kommen. Die Mannschaft muss leben, die muss es bewerkstelligen und das kriegen sie auch hin. Ich finde, dass gerade diese Konstellation mit dem Spieltag heute, mit einem eigenen Sieg, die anderen Ergebnisse spielen mit rein. Du springst auf diesen Relegationsplatz, erstmal wieder weg von da unten. Ja, das muss doch Hoffnung geben, das muss Optimismus geben und das wird es auch. Ja, Scholle, wenn du den HSV jetzt so spielen siehst,
glaubst du wirklich, dass die letzten vier Vorstellungen so laufen könnte, dass der HSV immer so ein Gesicht zeigt? Warum nicht? Also der HSV hat ja zuvor auch konstant geschafft, sein schlechtes Gesicht der zu zeigen. Der erste also Wind und schon werden sie umgeweht. Ja, ne? Das natürlich, aber das kriegst du tatsächlich, wie Stefan sagt, das kriegst du ja nur über Ergebnisse, dass du da wieder ein bisschen Selbstvertrauen hast, dass du sagst, auch wenn man mal ein 2-1 fängt, heute hast du auch das 2-2 bekommen und gewinnst trotzdem noch 3-2. Also das ist so ein Ding, das sagst du beim nächsten Mal, wenn du einen Ausgleich kriegst, dann bist du nicht so down, wie du sonst warst, weil du sagst, ne, so dann sagst, das haben wir schon gehabt, das konnten wir schon mal drehen, warum sollten wir es nicht nochmal schaffen? Also ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall einen Schub geben wird und ob das jetzt die nächsten Wochen dazu reicht, das weiß ich nicht, das wird nicht leichter. Also aber man sieht selbst in einem solchen Spiel, wie eng das beieinander ist, wir hatten gerade drüber gesprochen, du führst 2-0, kriegst das 2-2 und wenn das 3-2 nicht relativ zeitnah fällt, kippt vielleicht die Stimmung, die Jungs werden verunsichert, kriegst vielleicht das 3-2 gegen dich und wir reden über was ganz anderes heute. Das ja. Stefan, in deinen Augen bedenklich, dass der HSV in der Schlussphase ein bisschen wankte. Also da schien mir doch der ein oder andere Spieler ein wenig am Ende seiner Kräfte überhaupt zu sein. Überhaupt nicht. Warum nicht? Das wird uns allen, dem Trainerteam, völlig egal sein, wie das die letzten Minuten gelaufen ist. Da zählt das Ergebnis am Ende. Ich glaube, dass, na klar, wenn du 3-2 führst, du weißt um die Wichtigkeit des Spiels, um das Ergebnis, Konstellation und so weiter, dass du da ein bisschen weiche Knie hast, ist doch völlig normal. Das kann man den Jungs gar nicht übel nehmen. Aber sie haben gezeigt, dass sie sich bis zum Schluss wehren, gegen den Ausgleich dann auch wehren können. Naja. Man zittert halt immer durch diese Fehler, die in den letzten Wochen passiert sind. Man zittert halt bei jedem Rückpass eigentlich mit. Ne? Auch wenn, und auch bei jeder Flanke. Wenn Adler dann auch seine Abschläge und dann gehen die teilweise rechts und links und sobald dann, wer den Ball hat, man zittert halt immer. Ich glaube, das wird uns bis zum Ende der Saison begleiten. Aber also ich glaube, dass das auch ganz entscheidend für so ein Spiel ist, nach dem Spiel zumindest, wenn du das gewonnen hast, sowieso ist schon mal gut, dann du hast den Jansen wieder reaktiviert, der ist zumindest wieder so weit, dass du ihn als ernste Alternative hast. Obwohl, habe ich geschrieben, da fehlt noch an 100% fehlt noch unheimlich viel. Aber selbst Ilicevic, der aber ich glaube schon, dass er zwei, drei richtig gelungene Aktionen hatte. Ja, die hatte er, aber in der Rückwärtsbewegung, wenn Augsburg dann konterte, ehe er da in Schwung war, also das muss man sagen, fehlt noch einiges. Ja, da fehlt einiges. Das wird er wissen, das werden alle beim HSV wissen. Das kann er sich über die Woche wieder erarbeiten. Genau. Ich glaube, es ging eher darum, dass er als Ballschlepper in der Offensive ein bisschen für Akzente setzt, um ein bisschen Entlastung in der Offensive zu schaffen. Ja, ein bisschen Schwung hat er schon nach vorne rein, fand ich auch. Und der ist jetzt ja auch am Anfang. Also wenn der jetzt ins Rollen kommt, noch, dann ist er eine wirkliche Alternative für die letzten. Ivo Ilicevic hat heute die ersten 20 Minuten. Unsere Gobi, ne? Die da ein bisschen für Musik gesorgt hat. War nett. Alles gut. Ist dann. Alles gut. Trotzdem, du hast auch einen Pierre-Michel Azoga, an dem nun massiv festgehalten wurde. Es ist nicht wenige Leute, auch ich, haben darüber geschrieben, gefragt, okay, ein Rudnevs ist fit die ganze Zeit und ein Azoga wird reingeschmissen, obwohl er noch nicht bei 100% ist. Und der Trainer sagt auch noch, der muss sich jetzt die Spielpraxis wiederholen. So, aber man hat an ihn geglaubt, man hat auf ihn gesetzt, der Trainer hat der auf ihn Trainer gesetzt. Der Trainer hat an ihn geglaubt, genau, das Trainer ist hat auf wichtig. Ihn gesetzt. Ne? Also und das siehst du jetzt und er macht 2 Tore, also da hast du zumindest schon mal, behaupte ich mal, 2 Freunde für die letzten 5 Spiele. Das wird sich so schnell nicht zerlegen. Für die letzten 4 jetzt. Das Spiel ja auch noch mit. Ja, genau. Und das nach zurückzukommen, gesagt, ich habe nichts von den Fans gefordert, aber heute, jetzt kann ich sagen, also Kompliment an diese Fans, die haben alles gegeben, uns nach vorne gepeitscht und auch auf Händen getragen, so ungefähr während des Spiels. Und dafür hat er sich explizit bedankt. Wie wichtig, Scholle, ist das, dass diese HSV-Fans jetzt zu ihren Lieblingen stehen. Ja, gerade bei Heimspielen natürlich ist das ein Fund. Wenn du die Stimmung mitbekommen hast, also Stefan und ich saßen nebeneinander und haben uns gewundert, da waren so zwei ganz, ganz banale Zweikämpfe in der ersten Halbzeit, gleich am Anfang nach 5-6 Minuten, wo dann Westermann an der Mittellinie das Bein hinstellt und den Ball ins Ausspielt, also den Zweikampf gewinnt. Und auf einmal stehen die Leute auf und feiern das und jubeln. Und also das ist natürlich ist das für diese Spieler gut und das ist auch ganz, ganz entscheidend, weil diese Mannschaft hat halt noch nicht diesen Rhythmus. Ich würde noch nicht über diese Brücke gehen, dass ein neuer Teamgeist da ist. Das ist immer ganz schnell gesagt, wenn du mal gewinnst. Das haben wir so oft schon gedacht. Ich finde es toll, wenn sie sind auf dem Weg immerhin. Ja, gut, das ist auch in Ordnung. Den Weg gehen sie jetzt und sie waren auch heute da. Das kann man ja sagen, wenn man so rein ganz objektiv betrachtet, war es ja ein ordentliches Spiel zumindest für die Verhältnisse des HSV in dieser Saison. Das ist jetzt eine grandiose Leistung, weil wie der Stadionsprecher am Ende sagte, würde ich nicht sagen. Aber es ist halt ein Moment, dass du sagst, okay, jetzt hast du mal wieder Hoffnung. Du bist auf dem Nicht-Abstiegsplatz zumindest erstmal, auf dem Relegationsplatz.
Paderborn kann noch nachlegen, die können uns auch überholen. Ja. Aber allein, dass du jetzt hier Tore geschossen hast, dass du weißt, dass du das noch kannst, das ist ja, das ist das Entscheidende. Ja. Und ich glaube, wenn du das mitnimmst, und das wird Labbadia, deswegen ist er auch so ausgerastet, er ist ja wirklich ausgerastet bei jedem Tor. Beim 1-0 besonders, ne? Ja, das ist ja, also da siehst du ja mal, dass er, ich glaube auch, dass auch sehr, er selbst dachte, scheiße, das wird wieder nichts. Und dann auf einmal geht's doch und dann löst sich da was. Ich glaube, der springende Punkt ist, wie kommt die Mannschaft ins Spiel? Also der Funken muss vom Feld auf die Fans überspringen. Habe ich am Freitag geschrieben. Die Mannschaft ist in Vorleistung getreten. Die hat das Spiel super angefangen, hat richtig Gas gegeben. Du hast es gemerkt, die sind willig, die wollen was reißen, die wollen die 3 Punkte in Hamburg halten. Haben es prima gemacht und dann haben die Fans natürlich das Echo gegeben. Wie oft gab es auch in den letzten Wochen die Momente, dass sie in den ersten 10 Minuten entweder ein Gegentor bekommen haben, 11 Meter oder einen Platzverweis oder irgendwie so Geschichten und dieses Mal einmal in Führung gehen. Da war ich mir auch sicher, dass es dann zumindest was werden kann. Natürlich musst du es erstmal über die 90 Minuten bringen, aber... Du hast ja auch vorher noch die Aktion gehabt, nach dem Abschlusstraining, wo dann die Fans da Spalier standen und nochmal abgeklatscht haben. Das zeigt dem einen oder anderen Spieler, der es hier noch nicht so lange kennt, weil er noch nicht so lange in Hamburg ist, das zeigt ihm ja auch nochmal, wie das Umfeld zur Mannschaft steht. Also das ist ja nochmal so, das beeindruckt. Ja. Vielleicht ist jetzt den neutralen Menschen nicht besonders, aber ich fand es auf jeden Fall eine starke Aktion und ich fand es als Aktion auch so ein Wink von den Fans, die dann natürlich dem Spieler auch sagen, pass mal auf, wir sind immer da, also sieh zu, dass du jetzt auch da bist. Dafür muss ich, alle Mann an Bord, ne? Genau. Dafür muss man sagen, ich habe vor dem Spiel einen ganz eingefleischten HSVer gesprochen und der war über diese Aktion nicht besonders gut drauf, weil er gesagt hat, man hat doch gesehen, entweder hatten einige Spieler Angst vor den Fans oder sie wollen gar nichts mit den Fans zu tun haben. Denn einige, das hat er beobachtet, der dabei stand, haben die Hände abgeklatscht, ohne anzugucken. Also ohne groß jetzt, mit... Jetzt suchen wir die Nadel im... Ja, ich sag das ja nicht. Jetzt suchen wir die Nadel im Heuhaufen. Aber das sagt ein HSV, ein eingefleischter HSV-Fan. Ja, das hat mir doch ein bisschen zu denken gegeben. Ja, wobei... Ja? Entschuldigung, ich war ja auch dabei. Ich habe es ja auch gesehen und ich muss sagen, das war einfach eine gelungene Aktion durch und durch. Also das ist einfach, es kommt an bei den Spielern, die haben es genossen sogar. Das hast du auch gesehen, dass es sie freut, dass der ein oder andere vielleicht gerade nicht gut drauf ist und irgendwie so im Vorbeigehen ist. Das ist halt so. Du kriegst die 25 Leute nie unter einen Hut. Ich glaube, es ist viel Unsicherheit dabei bei den Spielern. Klar. Der ein oder andere kommt hierher, in neuen Verein, erste Saison, ist im Abstiegskampf nicht erprobt. Ja, dann die Wucht dieser Fans, im positiven Sinne jetzt auch. Dieser Stadt. Ja, der Stadt insgesamt. Und das ist alles ungewohnt. Und da musst du dich erstmal damit beschäftigen. Und der eine Spieler oder andere Spieler ist nicht sattelfest. Ja. Der hat mit seinem Nervenkostüm zu tun. Der muss gucken, dass er seine Leistung auf den Platz bringt und ist vielleicht auch ein Stück weit überfordert. Deswegen auch so wichtig heute, dass Matze aus Scholleck. Und Scholl und ich haben ja Mittwoch, hat er glaube ich gesprochen, hat er Interviews gegeben. Und da war ja noch das Thema. In Augsburg 8 Torvorlagen letzte Saison. Ja. Diese Saison noch gar nichts. Und dass er jetzt endlich mal eine Flanke gebracht hat, dass Lasogga ihn natürlich auch reinmacht, aber auch das ist, glaube ich, echt wichtig für den Jungen. Also eine Aktion, weil es schon gerade das Wort benutzt hat, eine Aktion war ja auch angeblich, laut Fernsehbildern, haben Luis Holtby und Dennis Diekmeyer im Norden im Fanblock gestanden und mitgejubelt und mitgefeiert. Wie hoch ist das, Stefan, zu bewerten? Und ist das nur mal so oder kann das auch das auf Dauer zusammenschweißen? Das kann ich nicht sagen. Dafür kenne ich die Typen jetzt nicht gut genug. Aber ich glaube, dass das ganz entscheidend sein kann in so einer Phase der Meisterschaft, dass eben Mannschaft und Fans einfach eine Einheit bilden, einen verschworenen Haufen bilden. Ja, und da können solche Aktionen absolut sinnvoll sein. Ja. Sie müssen aber authentisch sein und sie müssen überzeugend sein, sonst als gespieltes macht das wenig Sinn. Aber Holtby war ja letzte Woche nach der Wolfsburg-Niederlage, da stand er ja auch schon am Zaun und hat mit den Fans gesprochen. Also ich glaube, das kommt schon, ist schon authentisch. Der ist so der Typ. Luis kenne ich vom das DFB, DFB gut. Also gut wäre vielleicht übertrieben, aber ich kenne ihn. Wir haben schon miteinander zu tun gehabt und ich glaube, bei ihm ist es überzeugend, dass es authentisch ist. Ja, also der, wie Uli sagt, authentisch, wirklich wahr. Also das muss man wirklich sagen, das kommt gut bei dem rüber. Das bleibt festzuhalten, eindeutig. Was Scholle noch skeptisch ist, ich leider auch ein bisschen, aber wie beurteilst du das? Der HSV hatte über Jahre zwar eine Mannschaft, aber kein Team und keine Einheit, keine Geschlossenheit gezeigt. Das heute, ist das ein Anfang, den man vielleicht ein bisschen noch forcieren kann? Auf jeden Fall. Es erinnert mich total an die letzte Saison. Ich glaube, es war sogar der gleiche Spieltag, auch 5, 6 Spieltage vor Schluss gegen Leverkusen, das Heimspiel, wo der HSV auch nicht mit überragender Leistung, aber 2-1 gewinnt, Heiko Westermann kurz vor Ende das Tor macht und da war eine riesen Euphorie auf einmal da. Und
Das muss man jetzt einfach schaffen. Danach gab es leider letzte Saison 5 Niederlagen in Folge. Das muss man jetzt schaffen, das irgendwie rüber zu retten. Und ich glaube, dass Labbadia, das hat er auch eben auf der Pressekonferenz, das hat er gut gemacht. Er spricht nicht von Euphorie. Auch Heiko Westermann hat im Interview bei mir hat gesagt, oh, jetzt hör mir auf mit Euphorie, was für eine Euphorie, wir sind immer noch hier auf dem Relegationsplatz. Also wenn sie das jetzt schaffen, die positive Energie mitzunehmen, aber nicht abzuheben, dann sehe ich das. Vielleicht auch noch 6 Spiele, genau. Aber das hat Lasogga ja, im Interview genauso gesagt. Ich habe ihn gefragt, wieso sind sie jetzt auf einmal oder so stark? Wieso scheint es, dass sie jetzt in Tritt kommen? Hat er gesagt, ganz einfach, weil der Trainer an mich glaubt. Er hat am ersten Tag gesagt, du bist mein Mann. Er hat ja diese Pressekonferenz, er ist ein Bär, hat er doch irgendwie auch gesagt. Öffentlich hat er das gesagt, ja. Aber das tut weh, wenn du sowas hörst. Das ist auch ja, natürlich, aber ich glaube schon, dass Lasogga ist so einer, der kommt über Selbstvertrauen. Der braucht die Rückendeckung, der braucht das Selbstvertrauen und dann kann er ins Rollen. Ich glaube, das ist... Er war so lange verletzt, er war so lange nicht fit, er hat so lange auch im Training nicht besonders viel machen können. Also insofern, man konnte gar nicht so hundertprozentig auf ihn setzen. Deswegen ist das, ob das jetzt fehlendes Vertrauen ist oder einfach nur realistisches Denken und sagen, pass mal auf, du bist halt noch nicht so weit. Also das sehe ich immer ein bisschen anders. Ich finde es gut, dass es jetzt geklappt hat. So, hätte es nicht geklappt, der HSV verliert heute 3-1 und Lasogga spielt wie eine Wurst, dann würden alle sagen, was ist denn da los? Warum bringt er nicht endlich mal den Rudnevs? Also das ist so dieses Vorher-Nachher. Also das ist klar, alles. Hat aber dir auch gesagt. Da hat er nicht Glück gehabt, aber du setzt auf die Spieler und wenn die treffen, dann hast du recht. Und jetzt freuen wir uns darüber, dass er reaktiviert ist, dass er da ist. Er hat 2 Tore gemacht. Und ich glaube, der wird jetzt auch, ich weiß es wieder. Er macht wieder 2 Tore. Man kann es nicht sagen, aber ich glaube, der Trainer hat eine Idee. Der sieht den Spieler jeden Tag im Training. Der spricht mit ihm, der weiß, wie der Junge drauf ist, ob es schon reicht. Siehe Janssen, ja, ob es schon reicht für die Startformation oder eben nicht. Jetzt Beispiel Lasogga. Aber ist schon bedenklich, ja, wenn ein Spieler das davon abhängig macht, welcher Trainer ihn da pusht oder eben auch mal nicht. Ja. Ich glaube, die Eigenmotivation sollte schon enorm hoch sein, egal welcher Trainer da draußen steht. Dass das mal unterstützend sein kann, dass man so ein bisschen auf dem Kanal sensibilisiert ist, dass man mal über die persönliche Schiene mal in den Arm genommen wird und so weiter, darauf abfährt, ist völlig okay. Aber das ausschließlich anzuführen, finde ich. Stefan, der lag ganz am Boden, Lasogga, ne? War immer wieder verletzt, dem haben sie alle Zähne gezogen, damit sein Oberschenkel funktioniert und trotzdem hat er es nicht genutzt und so weiter. Der war wirklich am Boden und ich glaube, dass du dann trotzdem, obwohl er ein Bär ist, dass du dann noch mal mehr Zuspruch brauchst. Ne? Das zeigt das ja, er ist ein Bär, ist ein Tier nach außen, ja, ist ein Typ, aber offensichtlich ziemlich sensibel, er braucht die gute Ansprache, die Fürsprache und das ist auch völlig in Ordnung, wenn der Trainer das erkennt, darum geht es. Der Trainer muss erkennen, welcher Spieler was braucht. Ja. Und ich glaube, bei 100% ist er auch immer noch nicht, wenn man ihn so laufen sieht in seiner Aktion. Nein, ist er auch noch nicht. Also wenn er dann den Ball abgenommen gekriegt hat, dann wie er dann doch mühsam und langsam hinterher trabte und sich eigentlich selbst noch den inneren Schweinehund besiegend fragte, na, muss ich da jetzt noch hinterher machen, dass die anderen Kollegen... Wie viel Tor hat er geschossen? So Zawai. Sind wir wieder beim Thema Effektivität. Die Laufwege müssen nicht im Umfang Weltklasse sein. Du musst die richtigen Laufwege haben, du musst richtig stehen zum richtigen Moment an der richtigen Stelle und. Das hat er prima gemacht. 5 Torschüsse, 2 Tore. Ja. Kann man nicht meckern. Gute Scholle, wo wir gerade beim Thema sind, das Spiel dürfte Maxi Beißer ein bisschen zurückgeworfen haben jetzt, ne, in seinen Ambitionen nochmal reinzukommen. Ich befürchte, dass das Interview von dem Berater den Maxi Beißer ein bisschen zurückgeworfen haben wird, weil Bruno Labbadia hat, also ich glaube nicht, dass es da eine offene Fehde gibt zwischen Beißer und Labbadia. Und Labbadia hat ihn halt so gesehen, dass er sagt, er ist noch nicht so weit. Beißer selbst hat es wohl in dem Gespräch auch gesagt. Der Berater wagt sich jetzt nach vorn, weil Maxi natürlich nichts sagen kann, aber zu einer völligen Unzeit, also da jetzt nochmal ein Fass aufzumachen auf den letzten Metern, halte ich für völligen Schwachsinn. Ja. Zumal die Diskussion an sich ja geführt wurde. Also er musste ja nichts befeuern. Es gab ja von außen viele Leute, die sagen, Maxi Beißer ist doch da und warum ist er nicht einer und warum kann er nicht? Natürlich, Stefan sagte auch am Anfang, dass es vom Tempo her wäre es natürlich eine gute Alternative, wenn du den jetzt dabei hättest. Aber wenn er halt nicht bei 100% ist und dann muss der Trainer sich dann festlegen, dann nimmt er ihn halt nicht. Und es wäre auch für den Rudnevs zum Beispiel, das wäre ein Killer gewesen, wenn er sagt, Maxi ist zwar noch nicht bei 100, aber wir nehmen ihn trotzdem rein und lassen ihn spielen. Ich musste ja schmunzeln, als ich das gelesen habe, die Aussagen des Beraters. Da ging es unter anderem darum, dass der Beister im Spiel der U23 gegen Neumünster getroffen hat. Ich habe das Spiel gesehen, wie er sich bewegt hat und so weiter. Also worüber reden wir? Wir reden über Bundesliga und nicht über Regionalliga. Ja. Und wenn da ein Spieler dieses Kalibers gegen Neumünster trifft, ohne dem Neumünster jetzt zu nahe zu treten, aber da gehört schon ein bisschen mehr dazu, als Bundesliga zu spielen. Und es wird jetzt schwer für ihn, weil Janssen ist die Alternative jetzt. Ein Holtby kommt zurück. Ja. Insofern, ich weiß nicht, ob er nächste Woche in Kader rutscht. Das glaube ich auch. Es gab auch, nach diesem Interview gab es auch ein ernstes Gespräch zwischen Beister und der HSV-Führung. Also insofern,
glaube ich, dass das bei vielen nicht gut angekommen ist. Aber ich glaube auch, diese Saison vielleicht wird es auch nichts mehr, aber langfristig gesehen und nächste Saison ist ja also guter das Junge eigentlich. Entschuldigung, das Thema Beißer ist natürlich jetzt auch in dieser kurzen Phase, können wir es gar nicht zu Ende diskutieren, das hat ja woanders angefangen. Es gibt viele, viele Versäumnisse auf dem Weg bis heute. Die muss man dem HSV anlassen, das ist so. Ja. So, den Moment jetzt aber dann, und das ist halt das, was ich meine, da jetzt im Moment kannst du nichts mehr machen, jetzt machst du so ein Fass nicht mehr auf, jetzt hältst du die Fresse, spielst Fußball und ackerst das Ding runter, bis du am Ende Markus, irgendwie beim Strich stehst. Darum geht es jetzt. Ja, die eigenen Interesse absolut hinten anzustellen. So, es geht jetzt nur ums Überleben des Vereins in der Bundesliga, das nächste Jahr weitergespielt wird in der Bundesliga. Und was danach in der Sommervorbereitung, dann kann er wieder angreifen, im Training Gas geben und dann kann er nächstes Jahr spielen. Ja. Genau. Uli, deswegen war es ganz besonders schön zu sehen, dass beim Schlusspfiff alle Ersatzspieler auf das Feld gelaufen sind und gratuliert haben. Ich sehe noch Johann Giroud, wie der aus seinem Strafraum bis zur Mittellinie läuft und dem Bären Jaroslav Dropny in die Arme springt und ihn küsst und ihn herzt und also gar nicht wieder loslassen wollte. Also das ist doch auch schön zu sehen, dass da dann so eine Freude entsteht, auch von denen, die da draußen gesessen haben, ne? Ja, klar. Also ich habe die letzten Minuten hinter der Bank gestanden und die ganze Bank stand ja auch und du hast das wirklich jedem angemerkt, dass jeder diesen Sieg will, egal was er dazu beigetragen hat, auch wenn er nicht gespielt hat. Jeder will das. Und das Schöne auch, das hat Labbadia ja auch gesagt, im ganzen Umfeld auch, das Presseteam. Also in der Mixzone habe ich eine Szene gesehen, da ist Labbadia auf Tobi Hauke aus der Pressestelle Zugang, hat ihn richtig gedrückt. Also da ist auch im Umfeld, was Labbadia auch sagt, nicht nur die Männer, die auf dem Platz stehen, sondern der ganze Verein muss jetzt zusammenhalten und kämpfen. Und das ist echt schön zu sehen. Ja, Scholle hat das beobachtet. Scholle, deine Beobachtung kannst du schnell nochmal zum Besten geben. Du hast gesagt, die Balljungs spielen mit. Ja. Wie spielen die mit? Ja, die hatten ganz offensichtlich die Order, dass sie bei Führung den Ball dann doch ein bisschen länger behalten. Das haben sie.